Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einem neuen Vlog. Ihr hört schon den Staubsauger unten laufen. Ich mache den ja schon immer ganz früh an jetzt, damit der euch nicht so stört im Vlog. Ich gebe mir Mühe. Jetzt ist er halt unten. Ich gehe mit euch nach oben und mache mich gerade fertig. Livia ist eingeschlafen und ich wollte die Zeit eben nutzen, dass ich ja, mich halt ein bisschen richte, wasche. Und hier oben lüfte, alle Fenster aufreißen. Ich muss dann immer so gucken, was ich als allererstes mache. Als allererstes werde ich mich jetzt waschen, ein bisschen Farbe ins Gesicht schmeißen und dann halt hier das Bett machen und so. Weil das ist nicht ganz so wichtig. Wichtiger ist, dass ich mich wasche und Zähne putze und so, falls sie doch wach wird und jetzt nicht weiter schläft. Heute Morgen hat sie noch eine Dreiviertelstunde oder so, lag sie bei uns im Bett noch. Wir waren schon unten, haben Kaffee getrunken und unseren Shake ein bisschen gefrühstückt und so. Und ja, Livia lag halt im Bett und hat aus dem Dachfenster geguckt, weil das Bett ist ja direkt unterm Dachfenster. Und das findet sie total interessant, dann so da rauszugucken. Dann sieht sie so Bäume, die so vom Wind ein bisschen wedeln und hört ein bisschen die Vögel zwitschern und so. Und das fand sie richtig toll. Ja, und dann hat sie halt Hunger bekommen und sich in die Hose gemacht. Also ja, dann habe ich sie halt runtergeholt, ausgiebig gestillt und jetzt schläft sie. Und jetzt mache ich mich erstmal fertig. Ich habe gerade auf Instagram die Frage gestellt, was würdet ihr heute gerne machen, wenn kein Lockdown wäre? Denn ich habe schon seit einigen Tagen so das Gefühl, boah, Michaela, du musst unbedingt mal raus. Du möchtest mal schwimmen gehen oder in den Freizeitpark oder einen Tag einfach mal Normalität haben. Und ja, ich bin gespannt, was ihr mir dafür Antworten in diesen Fragesticker reinschreibt. Und könnt ihr mir gerne auch mal hier unten reinschreiben, die, die nicht auf Instagram sind, würde mich mal interessieren, so eine Ideensammlung, was man macht, wenn der Lockdown endlich mal vorbei ist. Ein bisschen Hoffnung oder Licht am Ende des Tunnels oder wie auch immer man das nennen soll. Ich wollte ein Brot backen und ihr wisst, ich muss die Brotbackmischung aufbrauchen. Rustikales Vollkornbrot. Ich habe hier schon den Automaten stehen. Dann kann das nämlich, ja, kann der das machen. Und was schön ist, wir bekommen heute Nachmittag Besuch. Und dann riecht hier alles schön nach frisch gebackenem Brot. Ich habe hier noch so Pekannüsse. Ich weiß gar nicht, wie lange wir die schon haben. Da, die sind schon abgelaufen. Ich brösel die jetzt klein. Ich habe die probiert, die schmecken noch. Und dann mache ich die einfach mit zur Brotbackmischung. Das schmeckt bestimmt. Mal Kürbiskerne sein. Die hatte der Bernd mal gekauft und da hat er sich vertan. Er dachte, das sind Paranüsse in Ungarn, aber es waren halt Pekannüsse. Die sind lecker im Müsli oder so, aber da ich zurzeit kein Müsli esse und bevor die ranzig schmecken, ja, mache ich sie jetzt hier rein. Nach und nach verbacke ich die. Aber lecker sind die. Ich habe die gerade so probiert. Mmh. Ja, und ansonsten habe ich jetzt schon im Haushalt einiges gemacht. Das ist so ein Wäschekorb, den haben wir mal bei Ikea gekauft. Und ihr seht, die Griffe sind abgeschrümmelt. Das hat der Smurfy mal abgekaut. Und Bernd hat ja in der letzten Zeit immer die Wäschekörbe nach oben getragen, weil hier ist ja der HWR, da wird gewaschen und dann halt nach oben zu den Kleiderschränken. Und mit diesem Korb ist das enorm blöd, weil halt die Griffe ab sind. Und hat er gesagt, so, ja, können wir den nicht mal entsorgen. Aber ich bin so kein Freund vom Entsorgen eigentlich, wenn das ja eigentlich noch in Ordnung ist. Ich verstehe, dass das doof ist zu tragen damit, aber man kann ihn auch benutzen. Und deswegen, das Murphy ist ja manchmal so eine kleine Katze, er legt sie auch gerne in Kartons rein und so, habe ich ihm den jetzt gegeben und er genießt es da drin. Ja, und unser Sofa habe ich abgesaugt und ich habe überlegt, das einfach mal so ohne Decken zu lassen. Ich weiß, viele finden diese bunten Decken voll hässlich. Es hat mehrere Gründe, warum ich die immer da drauf habe. Erstens hat die meine Mama gestrickt oder gehäkelt und die erinnern mich immer an meine Mama. Und zweitens sind die so nicht so glatt, nicht so uni. Man sieht nicht so die Hundehaare da drauf. Ich weiß, die sind trotzdem da. Das habt ihr mir schon mal geschrieben. Du weißt aber schon, die sind trotzdem da. Natürlich weiß ich das. Aber guck mal, ich habe das gerade eben abgesaugt, das Sofa. Und hier sind schon wieder Hundehaare.
Und dann fallen die halt immer wieder da drauf. Und das, ich finde das halt voll ätzend. Und ich habe keinen Tipp dagegen, außer halt 10-mal am Tag vielleicht das Sofa absaugen, dass es weg bleibt. Und ja, ich habe jetzt überlegt, ich versuche es einfach mal ohne heute. Mal gucken, wie es wird. Weil schöner ist es natürlich ganz ohne Decken, ich weiß. Aber nicht, wenn da halt alles zu sehen ist. Ich habe mir ein paar Sachen bestellt. Oh, jetzt habe ich den Popo ein bisschen am Tisch hier. Und zwar war meine Handyhülle dermaßen schrottig, habe ich mir diese bestellt. Die ist halt mit so einem Band, denn ich hatte jetzt des Öfteren, wenn ich spazieren gehe mit Smurfy und Livia, dann halt mit Leine und dann ruft jemand an, also meistens Bernd, und dann habe ich keine Hand frei. Und das ist richtig schön, dieses Band. Schaut mal, ich habe das in Rainbow genommen. Eigentlich wollte ich rosa haben, habe dann aber gedacht, ja, dann siehst du jeden Fleck da drauf. Und deswegen habe ich Rainbow genommen und ich dachte, das ist so richtig mit Grün und Rot und so. Aber das ist halt trotzdem schön mädchenhaft. Gefällt mir richtig gut. Kann ich mir das umhängen, mein Telefon? Eine neue Folie habe ich bestellt, die noch nicht drauf ist. Und ich brauche immer so einen Ring hier hinten, wo ich es festhalten kann. Weil wenn ich hier Instagram und so mache, brauche ich einen Ring. Und der war abgebrochen. Und jetzt habe ich mir den Magic Phone Holder bestellt. Schaut mal. Da kann man das Handy halt auch so mit hinstellen und so. Und der hat richtig gute Bewertungen bekommen. Und den wollte ich mal ausprobieren. Der war zum halben Preis. Habe ich mir den bestellt und jetzt ja, reinige ich das hier hinten, klebe den auf und dann zeige ich euch mal, wie der so ist. Ich bin ganz gespannt. Ich glaube, der ist richtig gut. Habe ich durch Zufall bei Amazon entdeckt. Ja, finde ich richtig, richtig mega. Schaut euch das mal an. Und den kann man halt hinten zusammenklappen und dann ist es wieder mega. Bin ich richtig begeistert von und auch so kann es stehen. Klasse, hätte ich nicht gedacht, dass es das aushält. Das halt, das wird geklebt hinten. Ich habe es hier mit so einem Tuch mit Isopropanol hier hinten gereinigt, damit es besser klebt. Boah. Warte, ich mache das mal zusammen. So. Genau, dann kann man es halt hinlegen. Sehr gut. Und dann so kann ich halt. Ups. Ach so, warte. Genau, man kann es nämlich auch drehen, so wie man das halt braucht. Weil so brauche ich es ja dann halt, mega. Finde ich richtig cool. Muss man sich halt nur erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Auch so kann ich es jetzt hinstellen. Klasse. Ja, Leute, wenn ihr auch Interesse habt an so einem mega coolen Ständer, ich werde euch den unten mal verlinken. Sehr zu empfehlen. Ich habe ja auf Instagram gefragt, was würdet ihr machen, wenn heute kein Lockdown wäre? Und eure Antworten sind, ich habe 6 Stück bis jetzt bekommen, Koffer packen und wie jedes Jahr um die Zeit nächste Woche ins Disneyland fahren, Eis essen und in der Stadt bummeln, mit meinen Kindern ins Hallenbad fahren, boah, da hätte ich auch richtig Lust drauf, ne, schwimmen zu gehen, das ist so toll, da hätte ich richtig, richtig Lust drauf, auch mit Livia, ne, die war ja noch nie schwimmen und man kann gar nichts machen, so Babyschwimmen oder sowas, nichts. Dann schreibt Charlie the French Bulldog, bei uns in Össi ist alles offen bis auf Kaffeehaus. Ja, cool, da könnt ihr ja echt alles machen. Ins Schwimmbad fahren und zum Chinesen gehen. Boah, so chinesisches Buffet, da hätten wir auch richtig Lust drauf. Das hat der Bernd schon gesagt, 5-mal oder so in der letzten Zeit, dass er gerne mal zum Chinesen essen gehen würde. Ich auch, zum Buffet oder Mongolen. Oder es ist ja meistens so gemischt, ne? China, Mann und Mongole. Schaut mal, das ist richtig praktisch. Kann ich mich richtig gut mit anfreunden mit diesem Ding. Ich mache gerade hier die Lasagne warm von gestern. Habe ich euch gezeigt gestern, wie ich die gemacht habe. Und dazu habe ich einen Bohnensalat gemacht, der jetzt hier gerade kühlt mit Zwiebeln und Sahne wieder. Und den Tisch habe ich gedeckt, dass wir gleich essen können, wenn die Männer wiederkommen. Also Bernd und Calvino. Wir haben eine Tischdecke drauf. Tada! Habt ihr schon mal in die Kommentare geschrieben. Wie sieht's aus? Euer Tisch sieht nicht so schön aus. Holt euch mal eine Tischdecke. Bernd war heute Morgen im Baumarkt und das ist so eine abwaschbare, weil der Tisch jetzt echt so aufgegangen ist teilweise, also richtig uselig. Und ich dachte, so ein Grau
passt hier ganz gut rein. Naja, und alles Himmel. Boah, der hat hier alles geschrimmelt, das Murphy. Aber der macht nur hier die, na, den ganzen Rand, ne? Dann müssen wir die doch wegschmeißen, die im Wäschekorb, den kaputten. So, mich jetzt die ganze Zeit nicht mehr gemeldet. Wir hatten werde mal auf damit. Lange Besuch. Betty, nein. Murphy. Länger als ursprünglich gedacht. Und deswegen habe ich mich nicht mehr gemeldet. Jetzt haben wir überlegt, uns Essen zu bestellen, weil halt alles so lange gedauert hat. Ja, was willst du, Etty? Ich sammle hier gerade von dem Wäschekorb, den ich euch gezeigt habe, die geschrümmelten Teile auf. Upsa. So. Ja, griechisch bestellen wir, ne? Ja. Okay. 27,30. 27,30? 20,30. Was, 20,30? 20:30 Uhr. Ach so, hier. Ja. Oder ist das zu spät, zu früh? Hier, mir ist das egal. Was denn jetzt? Ja, ich überlege. Was nimmst du? Du nimmst wie immer Pita, ne? Ich nehme wie immer. Ich nehme meine Röllchen hier, diese gefüllten Weinblätter und eine Portion Pommes und diese Soße, bitte. Currysoße. Nur? Moment, ja. Du nimmst die diese... Diese Röllchen, Weinblätter gefüllt, nehme ich. Gefüllte Weinblätter, Tzatziki bitte extra. Ja, Tzatziki auf jeden Fall extra. Also ich möchte den nicht. Und eine Portion Pommes und diese Currysoße extra. Ja, ja. Bitte. Und Pita nicht. Nee, ich nehme keine Pita. Das sind zu viel. Soll ich sie nehmen? Ich bestelle das eben. Okay. Calvino, weißt du schon, was der nimmt? Pommes nimmst du auch. Ich nehme Pommes, ja. Normale Pommes? Oder? Normale Pommes und Currysoße extra. Murphy! Ja, fein. Du bist jetzt auch müde, ne? Vom Besuch. Ja. Ich mach dir Platz. Ja. Mach's dir gemütlich. Und dann Tzatziki, grüner Mais, grüner Salat, Mais, Tomate, Gurke, Feta, Möhre, Olive, ja. Dann ja. Eine doppelte Pommes ohne alles. Ja. Dann würde ich eine doppelte Pommes, Kalle und mich. Mhm. Ich habe euch in dem Vlog gestern die Bolognese-Soße gezeigt und erzählt halt, was Bernd vorhat. Dass das jetzt so ein Probekochen war und das jetzt eingekocht wurde und halt zum Probieren für Freunde und Bekannte bereitsteht. Und jetzt haben mir viele in die Kommentare geschrieben, dass ihr auch die Bolognese-Soße probieren möchtet. Ich würde euch auch gerne welche schicken. Das Problem ist nur, dass das ja ein Lebensmittel ist. Und ich weiß nicht, ob ich das darf, ob ich euch das einfach so schicken darf, ohne... Was weiß ich? Ich habe da keine Lizenzen, also ich meine, ich habe zwar so ein Gesundheitszeugnis oder so, was man dafür braucht, aber was auch immer, also das, wenn wir das jetzt halt groß herstellen, dann müssten wir das ja in der Großküche machen und das müsste geprüft werden, keine Ahnung, abgenommen werden und sowas, das müssen wir halt alles noch uns reinlesen und belesen, was man da alles für braucht, um das machen zu dürfen. Wir sind ja in Deutschland und hier kann man nicht einfach Essen abkochen und verkaufen. Ich weiß auch nicht, ob man es einfach verschicken darf. Und ja, deswegen geht das nicht. Deswegen geben wir das halt erstmal nur Freunden und Bekannten persönlich. Also jetzt halt so Bernds Eltern haben wir welche gegeben. Oder meiner Freundin würde ich welche geben. Aber die jetzt halt rumschicken. Ich weiß nicht, ob man das darf. Deswegen tut mir leid, wenn das alles abgenommen ist. Also wenn das irgendwann soweit ist, dass wir die... verkaufen, dann werde ich natürlich auch gerne welche verschicken, auch so für umsonst, einfach zum Probieren an euch, wenn ihr das möchtet. Aber jetzt halt würde ich es noch nicht machen. Also ja, aber ich freue mich, dass ihr so reges Interesse gezeigt habt. Ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, was ist passiert, Murphy? Der Bernd hat die Fritteuse angemacht, weil wir eine Portion hier selber Pommes machen wollten, damit die richtig schön knusprig sind.
Und wir hatten die Fritteuse sauber gemacht, oder Bernd hatte die letztens sauber gemacht, und es ist noch kein frisches Fett drin. Und ich sitze hier auf dem Sofa und sage, was kriegt die Fritteuse denn so enorm? Ja, die ist noch leer. Jetzt macht der Bernd erstmal Fett da rein. Und Smurfy bellt den Qualm an. Smurfy, was ist da los? Hörst du auf? Ich wusste gar nicht, dass die an war. Ich habe die eigentlich nur reingeschickt. Ja. Später halt, für die gesunde Essung. Ja. Das stinkt, ne, Smurfy? Boah, das stinkt aber echt. Ja, ich weiß. Oh mein Gott. Smurfy hat jetzt richtig Angst bekommen. So kennen wir den gar nicht, ne? Zittert halt. Das ist schon mal Feuer halt, ne? So ein, ja, keine Ahnung. Sogar Silvester hat er keine Angst vor den ganzen Knallern. Aber jetzt zittert er. Verbrannt. Jetzt nicht mehr. Nach dem Leckerchen geht es ihm wieder besser. Ja, aber noch mehr wäre besser. Ja, ist wieder gut. Der kam hier direkt zu mir mit dem Popo hier so reingedrückt. Ja. Der Arme. Hey. Wir haben einmal hier die gefüllten Weinblätter, Pommes, noch ein Rest Curly Fries, Chili Cheese Nuggets, Pommes mit Metaxa-Soße und Käse überbacken. Dann haben wir hier noch eine Pita, vegetarisch, und noch eine Pita. Ich gebe mir so einen Ruf, da ist ja nicht viel dran, da ist noch was zum Kauen und zum Grillen. Ja, da wird er sich freuen. Ja. So. Was haben wir noch zu erzählen? Müde. Müde, ja. Wir haben 21 Uhr und wir gehen jetzt schlafen, ne? Auf dem Freitagabend. Livia ist schon im Bett, das ist der erste Abend. Ich soll wieder arbeiten morgen, ne? Ja, ich weiß. Das ist der erste Abend, wo Livia vor uns im Bett ist. Weil wir Schlaftropfen gegeben haben. Erzähl nicht sowas, die Leute glauben sowas. Die Tropfen, Schlaftropfen. Manche Leute glauben sowas. Wir haben gesagt, guck mal, die Tischdecke, die wir geholt haben, das sind alles kleine Titis. Kleine und große. Kleine und große. Ja gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde einfach mal sagen, bis morgen. Tschüss.